Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück hier in der Nähe von Neujahrswerda. Uns ist das letzte Mal Großartiges gelungen. Wir konnten hier ein cooles Revier erfolgreich aufbauen. Das Bergwerk läuft, die Verarbeitungsanlage läuft und das Kraftwerk selbst läuft ebenso. Es gab einen kleinen Schönheitsfehler, nämlich dass wir vergessen haben, das Kraftwerk an unser Stromnetz anzuschließen. Das führte zu einem kurzzeitigen Stromausfall in Neujahrswerda, aber kein Problem, das werden wir jetzt nachholen. Ansonsten müssen wir uns um die Stadt auch noch kümmern, da habe ich einige Problemchen gesehen, die wir angehen müssen. Und wir müssen überlegen, was wir mit der überschüssigen Kohle machen, die wir hier produzieren. Aber wir beginnen mal mit dem Thema Stromnetz. So, und ich gucke mal, wie wir es am besten lösen. Ich denke, also das Problem ist ja, dass diese Spitzenwinkel und diese 90 Grad Winkel beim Stromnetz, also bei den Leitungen, nicht funktionieren. Deswegen ist, glaube ich, das Eleganteste, wenn wir Hochspannungsschalter dafür nutzen. Wir müssen hier hinten rangehen. Aber ich habe mir auch noch überlegt, für dieses Kohlethema brauchen wir hier nachher ein bisschen Platz. Deswegen machen wir es folgendermaßen. Ich glaube, wir machen das, ziehen das ein bisschen weiter runter. Ah, das ist unangenehm eigentlich. Ja, doch, machen wir aber. Warum, das werdet ihr nachher sehen, warum ich das jetzt so mache. Warum ich hier so viel Platz lasse. Und hier hinten, ah, da können wir auch nicht so einfach ran, wie ich mir das überlegt habe. Da müssten wir hier schräg irgendwie weggehen. Aber das kriegen wir hin. Okay, also hier brauchen wir auch nochmal einen Schalter, damit wir hier zumindest schön rankommen. Ihr wisst vermutlich noch überhaupt nicht, worauf ich hinaus will, aber es wird sich alles gleich klären. Also, das schließen wir hier an. Das mache ich, wie gesagt, nur aus ästhetischen Gründen. Das ziehen wir nur mal bis hier hin. Den Rest machen wir später weiter. Den ziehen wir hier rüber. Und hier gehen wir erstmal so gerade durch. Bis hier. Und dann verknüpfen wir die beiden. Das müsste eigentlich gehen, ja. Okay, dann haben wir nämlich hier noch Platz zu agieren. Da habe ich nämlich was vor. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Erstmal lassen wir das mal bauen. Ja, ich würde sagen, das sieht solide aus und damit müsste jetzt unser Kraftwerk auch an unserem eigenen Netz sein. Das heißt, wir können hier hinten den Import beenden, sondern den Export starten. Und ich glaube, wir produzieren so viel Strom, dass wir das Maximale dort nehmen. Jetzt gibt es aber eine Sache, die mir nicht ganz klar ist. Wir lassen mal ein bisschen weiterlaufen. Halt, wir schauen uns das mal kurz hier an. So, wir achten mal bitte auf die Leistung jetzt, die hier durchgeführt wird. Also hier haben wir jetzt 2,3. Das wird jetzt radikal ansteigen auf erstmal irgendwie so eine Überproduktion und jetzt 10,5 hier auf 10,1. Das sind Megawatt. So, wir verkaufen hier 10 Megawatt. Ich weiß nicht, in welchem Zeitfenster sich, also worauf sich das bezieht mit den 10 Megawatt. Auf jeden Fall ist das die Leistung, die wir hier ranbringen an die Grenze, an den Fremdstromanschluss. Hier produzieren wir 10,5. Das Kraftwerk erzeugt immer nur so viel Leistung, wie viel wir auch abnehmen. Und jetzt ist es so, dass 10,5 minus 10,1, diese Differenz ist das, was wir eigentlich selbst nur aktuell verbrauchen. Also wir verbrauchen minimal. Den übergrößten Teil exportieren wir. Das ist ja erstmal in Ordnung, verdienen wir ein bisschen Geld mit. Was ich mir allerdings jetzt, was ich nicht verstehe, ist, wie verhält sich jetzt diese Zahl von zum Beispiel 10,5 und 10 hier weiter zu dieser Zahl 1400 Megawattstunden maximale Produktion pro Tag. Da bin ich mir nicht ganz im Klaren, wie das zu interpretieren ist, weil 10 und 1400 ist ja doch was anderes. Also, weiß ich nicht. Vielleicht kann das jemand erklären, würde mich interessieren. Ich meinte, im Moment läuft es, wir verkaufen Strom und das genügt uns zu wissen, aber ich möchte immer richtig verstehen, wie es funktioniert. Also vielleicht weiß das jemand. Okay, haken wir das erstmal ab. Also wir verkaufen Strom. Wir sehen das auch hier oben jetzt. Der Rubel rollt. Na, jetzt geht es erstmal runter. Warum geht es runter? Ich weiß es nicht, weil wir irgendwas einkaufen vermutlich. Aber jetzt geht es hoch, ihr seht es. Also wir verdienen erstmals Geld. Gut, jetzt kommen wir zu Neujahrswerda. So. Da gibt es ein paar Problemchen, die wir uns angucken müssen. Als erstes darf man jetzt nicht verwirrt sein, wenn ich hier raufgehe, steht hier ziemlich viel. Zum Beispiel, dass die Leute nicht in die Kneipe gehen könnten, dass sie kein Essen bekommen haben. Das hängt alles noch mit dem Stromausfall zusammen. Aber was wir jetzt schon mal machen können, wir können hier die Anzahl der Verkäufer erhöhen. Die brauchen wir nämlich doch hier. Ich habe aber ein anderes Problem identifiziert und zwar
vom Lebensmittelladen aus kann dieses Haus hinten hier, entschuldigt bitte, dieses Haus hinten hier kann diesen Lebensmittelmarkt nicht erreichen. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen, ob man das vielleicht lösen kann, das Problem, indem wir einfach, das probieren wir jetzt mal aus, indem wir einfach einen Fußweg von hier, hier rüber machen. Oder vielleicht sogar, eigentlich müsste man ihn schräg machen, um das jetzt noch zu verkürzen. Wir machen das mal so. Sieht ein bisschen komisch aus, aber vielleicht könnte das das Problem schon lösen. Wir gucken mal, wie die Wege hier sind. Und lass mal ein bisschen laufen. Nee, das löst leider nicht das Problem. Schade drum. Man sieht auch, sieht man den Fußweg gestrichelt? Okay. Also richtig, bin ich mir nicht sicher, wie man das interpretieren soll. Wie auch immer. Also, die kommen dort nicht hin. Dann machen wir was anderes. Da wir, glaube ich, sowieso einen Bedarf haben an Lebensmittelläden, werde ich auf dieser Seite der Stadt einfach auch noch einen Lebensmittelladen bauen. Ich werde das mal wieder abreißen, diese Wege. Wobei die offensichtlich ganz gut genutzt werden. Dann werde ich sie aber enger führen. Ihr seht übrigens, wie inzwischen schon dieser braune Acker wieder grün geworden ist. Das finde ich auch ein super Detail an diesem Spiel. Es gibt so viele tolle Details, die dieses Spiel hat. Wir führen den Weg mal hier rüber. Ich meinte, vielleicht gibt es da doch einen Fußwegbedarf in diese Richtung. So machen wir das mal. Aber ich habe mich dazu entschieden, einen zweiten Laden zu bauen hier drüben. Einen weiteren Lebensmittelmarkt. So, das Blöde ist, es sieht so aus... Ah, schaut mal, wir können ihn doch daran klemmen. Ah, das ist ja super. Das ist gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das passt. Aber das ist erfreulich. Dann ist das Thema schon durch. Wir bauen... Ja gut, das steht jetzt sehr eng. Ich vermute, da können wir nichts bauen. Ist ja auch kein Problem. Wir bauen hier noch einen Weg hin. Und dann lassen wir das mal bauen. Und dann sollte zumindest der Bedarf hier... Oh, das sieht sehr eng und ein bisschen gequetscht aus. Ja, das verschönern wir noch alles ein bisschen mit Bäumen und Büschen. Gut, also der Bedarf sollte gedeckt sein. Ich habe geprüft, die Kneipe, das funktioniert. Halt, hier hinten. Die kommen nicht in die Kneipe, sehe ich gerade. Müsste man jetzt konsequenterweise auf die andere Seite auch noch eine Kneipe machen? Ah, Leute. Wie gut besucht ist die Kneipe denn? Nicht so richtig im Moment. Das kommt aber alles wegen des Stromausfalls. Da ist ziemlich viel durcheinander gegangen. Nächstes großes Problem, oder was heißt großes Problem? Hier warten 122 Arbeiter. Und das Problem hier ist, dass wir zu wenig Busse haben, die jetzt die Arbeiter hinbringen. Denn, das muss ich einmal erklären, wie das mit den Arbeiter und den Schichten funktioniert. Im Moment sind hier 20 Leute voll im Einsatz. Wunderbar, perfekt. Aber... Schaut mal, ihre Arbeitsschicht, das sieht man bei jeder Person, wie lange die läuft. 5 Stunden 20 und so weiter. Nach 8 Stunden ist Schicht im Schacht. Und das heißt, dass sie von dort zurückgebeamt werden in ihr Zuhause und nicht mit dem Bus fahren. Das muss man wissen. Der Bus bringt die Arbeiter nur hin, er holt sie nicht ab. Das ist einfach so. So, das Problem ist aber, wenn in dem Moment, wenn die alle abhauen, hier niemand ist, produzieren wir keinen Strom mehr und genauso auch in den anderen Werkstätten. Das heißt, man muss schichtweise auch denken und immerzu dort Arbeiter hinbringen. Und unsere zwei Busse sind meines Erachtens viel zu wenig dafür. Deswegen müssen wir unbedingt neue Fahrzeuge kaufen, neue Busse. Auf jeden Fall noch zwei weitere davon. So, man kann jetzt irgendwie auch die Linie kopieren. Fahrplan auf anderes Fahrzeug kopieren. Wartet mal, wir können einfach mal... Ah ja, genau, das lassen wir mal offen. Ich glaube, wir können jetzt dieses Fahrzeug nehmen. Das ist das zur Kohlemine. Und das kopieren wir jetzt auf das Fahrzeug. Ich bin mir nicht sicher, ob das so geht. Oder müssen wir den Bus selbst erwischen? Ich weiß es nicht. Nee, das hat irgendwie nicht geklappt. Dann machen wir das so. Hat auch nicht geklappt. Okay, das mit der Kopierfunktion habe ich noch nicht kapiert. Ist egal, dann machen wir es händisch. Das kriege ich auch noch raus. Also, fangen wir es nochmal an. Wir brauchen einen, der hierhin fährt. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Und dorthin fährt. Der soll starten. Und der andere. Genau. Der fährt von dort oben in die Mine. Und der startet auch. Okay, da haben wir jetzt vier Busse.
draußen, die hoffentlich beide jetzt gleich abfahren. Wartet er noch? Ja, der wartet, bis der andere da raus ist. Okay, sehr, sehr gut. Okay, das Problem sollten wir auch gelöst haben. Wir gucken kurz mal rein. Die Schule ist mit 82 von 91 Plätzen gut besetzt. Ist okay, 10 Lehrer, 8 Mitarbeiter zusätzlich. Kindergarten 15,9, das passt auch alles. Sehr schön. Wir sollten hier mit den Käufern... Wisst ihr was? Ich erhöhe die Verkäuferzahl, weil wir haben so viele Arbeiter. Das ist im Moment überhaupt kein Problem. Kino sind im Moment keine großen Besucher. Das scheint alles zu laufen. Die Geschichte mit der Kneipe und diesem Haus hier, das lassen wir einfach mal. Die werden das mal ertragen. Die haben halt Pech, die kommen halt nicht zur Kneipe. Das ist mir jetzt, der Bedarf mir dazu gering, dass ich jetzt hier einen Nahverkehr innerhalb der Stadt etabliere. Das machen wir später. Okay, damit lassen wir jetzt Neueswerda erstmal allein und wir müssen uns jetzt darum kümmern, was hier mit unserer überschüssigen Kohle passiert. So. Im Moment ist der Speicher noch nicht voll, aber das wird sich gleich ergeben. Hier ist der Rohstoffspeicher zum Beispiel schon voll. 100 Tonnen liegen dort und es passiert nichts weiter damit. Und der wird auch gleich voll sein und dann stoppt alles. Stoppt die gesamte Produktion, weil wir dann gar nichts mehr verbrauchen und das ist schlecht. Deswegen müssen wir das irgendwie effizienter nutzen. So, ich denke, ich hatte es letztes Mal skizziert, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir reduzieren die Produktion, aber wir haben so viele Arbeiter, warum sollen wir nicht Kohle produzieren? Ich tendiere tatsächlich dazu, das zu exportieren, solange wir Überschüsse haben. So, wir haben hier die Grenze und ich denke, weil es große Mengen sind, sollten wir dafür tatsächlich einen Zug bauen, eine Zugverbindung bauen und diesen Export so durchziehen. Jetzt ist die Frage, wie macht man das am geschicktesten? Ich habe mehrere Varianten schon mal so durchgespielt und auch da ist wieder eine Sache wichtig, ja, die man wissen muss. Und zwar, meine erste Überlegung war, dass man von hier aus quasi ein zweites Förderband hier runterzieht, hier ein kleines Lager macht und von dort in den Zug das Ganze lädt. Das Problem ist aber, das Spiel funktioniert so, dass wenn jetzt zwei Sachen hier angeschlossen ist, dass die Verarbeitungsanlage... Zumindest habe ich keine andere Art gesehen, das einzustellen. Die Verarbeitungsanlage in der Regel immer das Lager bevorzugt. Insofern müsste man meines Erachtens das hier nochmal umbauen und von hier in ein großes Lager die Kohle schicken, vom großen Lager aus die Kohle ins Kraftwerk und in den Zug. Also von dort aus kann man beide Sachen bedienen, aber nicht von hier aus. Das ist sozusagen jetzt meine Idee. Das heißt, wir bauen jetzt hier in diesem Bereich ein großes Lager und bedienen vom großen Lager aus das Kraftwerk und reißen das hier ab. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das jetzt überlegt habe. Wir gucken uns das erstmal an, wie das ist mit dem großen Lager. Also Kohle, Rohstoffe, wo haben wir das Lager? Rohstofflager. Wir nehmen gleich einen großen Speicher für 950 Tonnen. So, das sieht doch schon mal ganz interessant aus. Das heißt, von hier käme das rein. Das ist okay. Das finde ich ganz gut. Das mit der Straße weiß ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das angeschlossen werden muss. Aber ich glaube, so könnte das funktionieren. Ah, das ist relativ nah. Benötigt flaches Gelände. Okay, das ist das Problem jetzt, das Gelände. An welcher Stelle eigentlich? Da oben. Okay, wir müssen das Gelände noch ein bisschen ebnen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Weil das ist ein kleiner. Wir wollen ein großes bauen. Von da wollen wir rein. Infrastruktur, sagt er mir jetzt. Okay. Ach so. Ha, wisst ihr was? Ich habe ja so gedacht, wohlweislich baue ich die Leitung hier schön weit runter, aber das reicht noch nicht. Leider, leider, leider reicht es noch nicht. Ich muss leider kurzzeitig die Leitung hier nochmal abreißen. Wir sind ja Gott sei Dank pausiert. Okay, das müssen wir dann später einfach nochmal neu machen. Geht so nicht. Geht so nicht. Ich hatte nicht den Platz richtig eingeschätzt, den wir hier wirklich benötigen. Also
Nochmal das Ganze. Rohstofflager groß. So. Jetzt geht es auch. Kein Problem. Okay, wir kommen von dort runter. Wir müssen allerdings links wieder zum Kraftwerk. Das ist so ein bisschen das Problem. Wisst ihr was? Wir werden das erstmal nochmal abreißen. Das auch und das auch. Das muss ich mal ganz schnell machen. Jetzt haben wir natürlich Stromausfall. Das ist ein bisschen blöd. In dieser Phase sollten wir vielleicht wieder importieren. Aber nur ein. So. Falls das hier länger dauert, das Ganze. Also, nochmal zurück. Große. So, das ist immer noch nicht ganz weg. Kannst du da mal weggehen? Ah, der Schutt, der stört. Wir müssen ein bisschen laufen lassen, ehe der weggeht. Jetzt ist er weg. Gut. Also. Großer Speicher. Okay. So, das passt. Sehr gut. Dann muss jetzt das mit dem Förderband passen. Das ist jetzt wichtig. Das heißt, wir wollen von hier daran. Da steht jetzt... Ah, da steht jetzt wieder die Straße im Weg. Mhm. Die müssen wir später woanders irgendwie lang führen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass das mit dem Förderband passt. Das geht. Okay. Das wird mit der Straße noch ein lustiges Thema werden. Aber ich denke, wir kriegen das irgendwie hin. Vielleicht, oder wir senken das möglicherweise jetzt schon ab. Damit das... Damit die Straße unter dem Förderband langlaufen kann. Ich versuche mal hier das Gelände abzusenken. Muss natürlich die Straße auch noch von der Steigung her da lang laufen können. Vielleicht passt es jetzt mit der Straße. Ich bin mir nicht ganz sicher. Versuchen wir es mal. Machen wir es mal so. Und jetzt müssen wir hier ins Kraftwerk rein. Und das geht auch. Okay, das ist ja schon mal erfreulich. Also das funktioniert vom Plan. Und dann müssen wir hier raus in eine Verladestation für Züge. Ja, ja, das wird noch komplizierter. Okay, also, wir gucken jetzt bloß mal, ob wir die Straße... Ja, Leute, es geht. Es geht. Der Umbau funktioniert. Der Umbau funktioniert. Und auch das können wir dann an diese Straße... Oh, sehr hervorragend. Ich bin begeistert. Okay, das geht. Gut. Dann müssen wir natürlich den Strom... dürfen wir nicht vergessen. Aber wir müssen gleich das nächste anschließen. Also, wir haben jetzt das große Lager. Und vom großen Lager weg müssen wir jetzt eine Verladestation bauen. Für Züge. Und zwar, wo finden wir die? Bahnhof, Kraftstoffladen, Zug, Rohstoffe beladen. Genau dieses Ding brauchen wir. Genau dieses Ding. So, und... Ja. Das wird jetzt auch spannend. Okay, da müssen wir mit dem Förderband arbeiten. Weil... Wie ihr seht es, wo es reingeht. Und wir müssen natürlich den Zug da noch auch fahren lassen. Wir könnten es hier oben vielleicht auch hin... Nee, wir machen das so. Wir machen das hier unten. Und setzen ein Eckförderband dort rein. Das ist okay. Gut. Dann wird das jetzt so eine Art Güterbahnhof. Und dann etablieren wir jetzt hier erstmal das Förderband wieder. Mit einer Transfermaschine. So, von dort kommend, dort rausgehend, das passt. Okay, und die Förderverbindung geht so und dann so. Okay, das sieht erstmal gut aus. Das nächste ist jetzt, passt das jetzt mit dem Strom? Geht das Stromkabel darüber? Das müssen wir jetzt klären. Hochspannungsleitung. Ja, geht wunderbar vorbei. Sehr gut. So, das heißt... Das wäre dann auch wieder angeschlossen. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal bauen. Zumindest die Infrastruktur. Okay. Das heißt, jetzt müsste eigentlich der Strom wieder von uns kommen. Das heißt, wir können jetzt wieder exportieren. Also Export bitte an. Auf Maximum. So. Also, das läuft soweit. Wenn jetzt... Also wenn ich jetzt das richtig geplant habe, läuft die Kohle hier rein, bedient das Kraftwerk und wenn Zug kommt, bedient das Lager den Zug.
So, das heißt, jetzt heißt es aber, wir müssen eine Zugverbindung bauen, dort hinten hin. Okay. Jetzt schalten wir mal Folgendes ein. Also hier, Gleisbau. Wir werden Gleise auf Beton gleich für 150 km/h bauen. Und wir werden jetzt mal das Gitternetz einschalten, um zu sehen, wo wir am besten fahren. Ich denke, wir werden hier gerade rausfahren. Wir müssen hier irgendwie über den Hügel kommen. Und dann werden wir hier an der Straße einfach entlang. Hier irgendwo die Straße queren und darüber rein. So würde ich das machen. Mal gucken, ob es so funktioniert. Also, das sieht erstmal anständig aus. Ja, jetzt wird es schwierig, ne? Ich meinte, wir könnten mit Tunnel arbeiten. Wir könnten aber auch planieren. Ja, so ist es besser. Gut, jetzt gehen wir hier so ein bisschen rein. Leider macht das Spiel bei Gleisen keine so richtig schönen Kurven. Sieht so ein bisschen eckig und kantig so ein bisschen aus, aber so ist es halt. Okay. Ah, ein bisschen kurvig geht es, wie wir sehen. Gut, jetzt kommen wir hier lang. Jetzt ist die Frage, wo wir die Straße überqueren. Wir könnten das... Ah, zu scharfer Winkel. Ah, da müssen wir aufpassen jetzt. Da ist irgendwie so ein... Wir machen mal so eine Kurve. Okay. Ja, es ist nicht optimal. Das gefällt mir noch nicht. Wartet mal. Das nehme ich mal zurück. Wir müssen vorher hier rüber. Das gefällt mir nicht. Okay, versuchen wir es mal jetzt hier. Vielleicht hier in diesem Tal. Das ist doch ein guter Punkt, wo man jetzt eigentlich das Ding überqueren könnte. Ja. Das geht. Und dann knüpfen wir so rein. Okay, gut. Ja, jetzt hätte man sich fragen können, ob man vielleicht nicht doch irgendwie direkt hier über diese Hügel hätte fahren können. Ist vielleicht auch nicht so kompliziert gewesen. Aber ich denke, wir werden über kurz oder lang hier so eine Art Hauptstrecke etablieren. Und ich will hier nicht die ganze Landschaft mit Gleisen zupflastern, dass wir dann von hier aus auch hier hinter weiterfahren. Dazu kommen wir dann später noch. Was wir allerdings noch benötigen, ist ein Zugdepot. Sonst passiert hier gar nichts. Und da habe ich allerdings eine Mod, ein Moddepot. Das ist weitaus realistischer. Das ist nämlich größer als das Originale. Jetzt ist die Frage, wo platzieren wir das? Ich will es nicht so unrealistisch weit weg bauen. Das braucht auch Strom, wie wir sehen. Hat einen Straßenanschluss. Ja. Aber wir können es eigentlich auch hier in die Nähe bauen. Da kriegt es Strom noch direkt vom Kraftwerk. Hat auch was für sich. Wobei es wäre schöner, wenn eigentlich beide Richtungen irgendwie genutzt werden könnten von den Anschlüssen her. Wir machen das mal so. Wir setzen das mal hier ran und dann braucht das halt ein eigenes Trafohäuschen. Na. So. Straßenanschluss ist unten, ne? Okay. So, dann führen wir hier ein Gleis rein. Dann brauchen wir natürlich hier noch... Ja gut, aber wir werden erstmal nur einen Zug haben. Mal gucken. Halt. So. Okay, gut. Das hätten wir. Ich meine, wir können es auch nach vorne noch rausziehen. Das können wir später machen.
Also das ist unser zentrales Zugdepot. Dann würde ich sagen, aber nein, wir brauchen noch was. Wir brauchen noch ein Umspannwerk, um die Sachen dann auch, also das Zugdepot auch anzuschließen. Gut, das Umspannwerk kann direkt vom Kraftwerk auch bedient werden. Und dann baue ich das ein bisschen schräge hin. Das ist okay. So, gut. Jetzt lassen wir das erstmal bauen. Ich denke, das müsste eigentlich so funktionieren. Die Gleise liegen. So. Die Rohstoffbeladung. Hier, oh, schaut mal, hier läuft es schon. Die Kohle kommt an. Wunderbar, hervorragend. Also es hakelt ein bisschen, weil vermutlich hier die Arbeiter jetzt fehlen. Ja, da sind nur 6 oben in der Kohlemine. Aber der Bus kommt. Der Bus kommt. Rettung naht. 80 Arbeiter sind im Bus. Dann wird das fett losgehen. Das verspreche ich schon mal. Und wisst ihr, was ich noch vergessen habe? Oh, was ganz Wichtiges. Was ganz Wichtiges. Und zwar brauchen auch die Züge, müssen ja mit Diesel betankt werden. Und ich denke, ja, das sollten wir vermutlich auch hier in der Nähe der Stadt haben. Weil das braucht auch Strom. Also bauen wir das jetzt nochmal. Hier ist das, glaube ich. Also, Zug-Dieselstation. Genau. Die baue ich hier hinter. Blöderweise muss ich leider dann nochmal Gleisstücke zerstören. Weil ich das jetzt übersehen habe. Und falls wir zweigleisig machen, baue ich das gleich mal richtig hin. Ah, das ist zu nah dran. Kann wegen der Infrastruktur dort nicht gebaut werden. Wir könnten es natürlich auch direkt hier bauen. Oder hier hinter. Ne, dann baue ich es lieber hier ran. Okay, also nochmal was abreißen. So. Und ja, so müsste das eigentlich hinhauen. Jetzt planieren wir. Das könnte auch noch wieder zu Problemen führen. Mal gucken, ob das passt. Ja, Gott sei Dank, das passt. Das passt auch. Und das werden wir wieder verbinden. Und dann haben wir das auch. Da muss dann immer betankt werden. Noch müssen wir das nachkaufen, das Ganze. Was ist hier los? Kein Strom? Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Ach, keine Arbeiter sind da. Wir haben keinen Strom. Wo kommt der Bus mit den Arbeitern? Der ist da unten erst. 59 Arbeiter. Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Also wir müssen da schneller Leute hinbringen. Wir müssen leider hier nochmal... Das sind Anfangsprobleme jetzt. Das werden wir in Zukunft nicht so haben. Die Alternative ist natürlich auch, dass wir Kohle einkaufen, nicht Strom. So, jetzt ist erstmal Strom wieder da. Also hier oben der Bus bringt 11 Arbeiter. Ach so, weil der andere gerade da war. Ach, schaut mal, die Leute kommen gerade. Der Bus war gerade da. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Der war gerade an der Station. Es ist jetzt schon wieder auf Maximum. Es wäre ein minimaler, war eine minimale Zeitspanne, wo wir keinen eigenen Strom hatten. Ja, das wird sich alles einpegeln. Das sind die Anfangsschwierigkeiten. Vielleicht setzen wir auch noch einen Bus auf die Linie. Okay, ist das hier fertig gebaut? Ich glaube ja. Ich wollte schauen, wie toll jetzt hier die Kohle reinläuft. Und das funktioniert auch. Gut, dann ist das Letzte, was wir tun, dass wir einen Zug kaufen. So, und zwar, wir gucken mal, eine Diesellokomotive. 180.000 sowjetisches Modell mit einer wahnsinnigen Motorleistung. 97, 95, 80. Ein polnisches Modell, kostet genauso viel wie die sowjetische, hat aber deutlich bessere Werte, was die Motorleistung betrifft. Dann nehme ich das Ding mal und dann brauchen wir einen Schüttgutwagen für Kohle. Ich weiß nicht, wie lang die Züge sein können, aber ich nehme mal 8 Waggons. Okay. Und dann kann es losgehen. Dann stopp bitte einmal hier. Und stopp bitte einmal an der Grenze. Und dann soll es losgehen. Wir müssen aber kurz überlegen,
wie wir ihn beladen. Ob er voll beladen ist. 480 Tonnen passen jetzt rein. Puh. So viel ist natürlich jetzt noch nicht im Lager. Der würde jetzt so lange dort warten. Aber wahrscheinlich ist es sinnvoll, dass er wartet. Aber wir gucken erstmal, wie er losfährt. Da kommt er. Der erste Zug. Mit diesen wunderbaren Schüttgutwaggons, die jetzt die Kohle holen. ...105 Tonnen sind im Moment erstmal noch da. Das wird also eine Zeit dauern, wenn wir ihn wirklich voll beladen wollen. Hier... Ach so, wartet mal. Hier ist die Frage, funktioniert das jetzt? Der Speicher läuft jetzt leer. Aber eigentlich müsste er aus dem Lager bedient werden, ne? Interessant. Also, er ist definitiv angeschlossen. Aber die Laufbänder rollen jetzt dort nicht ins Kraftwerk rein. Nun gut, jetzt fährt erstmal der Zug hier rein in die Verladeanlage und es wird wieder Tag. Und er nimmt jetzt die gesamte Kohle auf, die wir hier im Lager haben. Das wird auch wunderbar transportiert. Nur ins Kraftwerk selbst wird nichts transportiert. Hier geht die ganze Kohle erstmal raus. Wird aber hoffentlich jetzt immer nachgeliefert, ja. Hier läuft ganz gute Produktion. Fehlen noch ein paar Arbeiter hier oben. 54. Also das Arbeitskräfteproblem ist immer noch da. 80 Arbeiter kommen hier. 33 Arbeiter. Ja gut, hier sind aber auch nicht so viele nötig. Ne? Hier sind ja immer nur 15. Also die wissen schon, wo sie hinwollen und in welchen Bus sie steigen. Das ist definitiv so. Gut, da kommen sie. Die meisten laufen ins Kraftwerk, wo sie auch benötigt werden, denn gleich haben wir wieder keine Produktion, weil die Schicht zu Ende ist. Okay, also da, wir müssen, glaube ich, noch einen Bus einsetzen oder noch zwei Busse. Das läuft noch nicht. Es sind hier noch nicht ausreichend Arbeiter da. So, der Zug fährt. Mit 200 Tonnen fährt er los. Okay, ich habe ihm nicht gesagt, dass er warten bis beladen soll. Das ist aber auch für den Anfang jetzt erstmal okay. Was ich mich frage ist, wie wird das Kraftwerk jetzt... Ah, schaut mal, es hat Kohle irgendwie bekommen. Also es muss funktioniert haben. Es hat sich irgendwie Kohle gezogen. Ja, das ist doch schön. Dann funktioniert das System erstmal und dann können wir mit beruhigtem Gemüt hier erstmal Moyerswerda verlassen. Wir haben wieder einen großen Schritt nach vorne gemacht. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinball.